So, Next GDI-Mission. In Polen. Sanctioned by the United Nations, the Global Defense Initiative has one goal: eliminate multinational terrorism in an effort to preserve freedom. The Brotherhood of Nod, an ancient and secret society, maintains strong ties with most global terrorist organizations. Commanded by this man, known only as Kane, Nod's long-term goals are unknown. However, recent activities include expansionary behavior into disenfranchised nations, high-volume investment in global trade markets, and aggressive manipulation of international mass media. These efforts are suspected to be funded by Nod's access to vast Tiberium deposits. Tiberium continues to confound the scientific community, soaking up ground minerals and soil nutrients like a sponge. The end result of this unique leaching process creates the formation of Tiberium crystals, rich in precious metals and available for collection with a minimum of mining expense. Delta Sierra Echo to Commander, approaching next objective. Welcome to the lovely town of Bialystok. Dial in sight, huh? A ham SOS from here said Nod forces were en route. Haven't reached Shepard, so I can't confirm, but I'm 99% sure Shep would want you to take Bialystok before Nod does. Backup's on the way, but I can't say when it'll get there. You're on point. Give him hell. Ach, das ist das mit der Dorfverteidigung. Ich glaube, das war damals, wenn du die Missionsauswahl gemacht hast, eine der schwierigeren Missionen. Und bei dementsprechend, welche Mission du wählst, kannst du ja einen unterschiedlichen Missionsverlauf haben. Aber der Progress ist also derselbe. Also die Geschichte verändert sich nicht. Aber die Missionen sind halt unterschiedlich, dementsprechend welchen Weg du gehst. Weil wir gestern eine andere gespielt haben, muss ich mich jetzt gerade auch ein bisschen umsehen. Weil es gibt auch Creditkisten auf der Karte versteckt immer wieder mal. Obwohl natürlich Credits machen hier keinen Sinn für mich. Ja, schön, dass du weiter schießen kannst mit dem Raketenwerfer, als ich Granaten werfen kann. Yes, sir. Waiting. Acknowledged. Moving out.
Moving up. Hmm. Affirmative. Yes, sir. Moving up. Affirmative. Yes, sir. Moving up. Yes, sir. Affirmative. Acknowledge. Yes, sir. Moving up. Yes, sir. Acknowledge. Unit report. Moving up. Affirmative. Yes, sir. Deshalb kann sein, dass ich die Mission nachher nochmal machen muss, wenn ich den falschen Weg gehe. Weil meine Truppen dann zu sehr geschwächt werden durch den ganzen Schmu, der hier rumrennt. Soll ich nochmal die alte Grafik zeigen? Das war damals. Bei 640x480 noch zu den hochauflösenden Grafiken gehörten. Und das ist heute. Und nein, die Missionen sind nicht alle gleich. Du kannst hier eine von dreien auswählen. Und danach gehst du einen Schritt weiter. Und dann gibt es entweder eine oder drei. Die Missionen sind nicht gleich, weil wir gestern eine andere Mission gespielt haben hier. Die verstecken sich hier immer hinterm Baum. Das wurde damals extra so gemacht. Das sind so gesehen versteckte Feinde. Hinter diesen Baumwipfeln. Ich glaube, die Baumgrafik wurde wirklich damals extra so gemacht, dass sich Feinde dahinter verstecken können. Shit, wo ist denn das Dorf? Tja, das ist eine Hütte. Stimmt gar nicht, das ist eine Scheune. Mission accomplished. Bin ich mal bis ins Dorf gekommen. What's a happy farming town for peace-loving peasants? Today, a slaughterhouse. Yet one more casualty in the insane GDI assault against mankind. Yet another in a series of villages wiped off the earth by the Global Defense Initiative and its misguided leader, General Mark Shepard. And what crime did Bialystok commit to warrant such carnage? Sources indicate that GDI terrorists were convinced that this simple hamlet was involved in the manufacture and shipping of Tiberium. When will this madness end? Only when General Shepard and his vision of one world order is stopped. This is Greg Burdett, Bialystok. Excellent. Now, do it again in French and German. I want 300 copies made and sent to every TV station in Europe. We have the satellite for another 10 minutes. Is that camera still running? Deshalb, es gibt ja keinen Highscore. Von mir bis jetzt. Deshalb haben wir gestern definitiv eine andere Mission gespielt.
Und es gab schon ein Dorf, das war aber hinter der Brücke. Und da kamen wir gar nicht hin, weil die Nordtruppen schon rübergelaufen sind und uns angegriffen haben. So, und gestern sind wir nach Norddeutschland gegangen und heute gehen wir nach Süddeutschland. Das mache ich jetzt nur für der eine oder andere, der vielleicht jetzt nochmal zuschaut, obwohl wir Missionen machen, wo wir schon dran vorbei waren. Da machen wir wenigstens die Alternativmission. Auf YouTube hast du davon halt nichts, wenn du nicht den Stream gesehen hast. Da gehen wir einfach einen strangen Weg.